Ja, hallo zusammen. Da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Warzone 2100. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier in dieser nächsten Mission unterwegs. Und genau, wir müssen uns jetzt erstmal hier Verstärkung nochmal besorgen. So, vielleicht müssen wir mit Halbketten hier arbeiten. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir müssen das New Paradigm daran hindern, hier durchzukommen. Ne, weil hier oben versuchen die immer das Artefakt zu klauen. Und wir müssen da scheinbar ziemlich schnell sein. Okay, es kann sein, dass wir da Halbkettenfahrzeuge für brauchen werden. Weil wenn die tatsächlich zu langsam sind... Ja. Ja, da kommt er. Okay, sehr gut. Okay. Direkt die nächsten hätte ich bitte gerne geschickt. Aber mit... Ach! Jetzt habe ich hier... Warte mal, wir halten mal an. Warum schickst du LKWs? So. Ein Heiler. Ja, wobei Heiler werde ich wahrscheinlich nicht brauchen. So, einfach nur Lancer. So, das heißt, wir müssen... Ich habe schon so... So einen Weg ein bisschen überlegt. Wir müssen nämlich hier direkt nach rechts. Da kommt gleich eine Scavenger-Basis. Genau da. Ja. Genau. Und da seht ihr da, dass da der Punkt kommt, ne? Wir müssen tatsächlich auch zu diesem Punkt hin. Und das ist ein ziemlicher Schlangenweg, wie es natürlich immer so sein muss, ne? Und durch die Basis fahren wir einfach durch. Und machen die währenddessen platt. Das ist okay. So. Dann. Ja, das ist mir egal, dass da eine Scavenger-Basis ist. Da kommen unsere Verstärkung, unsere nächsten. So, ah ne, da müssen wir nicht durch. Nicht durch die Scavenger-Basis. Nicht durch diese Basis, sondern einfach hier durch. So. Okay, das heißt... Und dann hier nach links. Hier nach links. Ganz genau. Und einfach durchfahren. Einfach durchfahren. Einfach die daran... Boah, so schnell. Okay, die sind ganz schön flott. Die sind ganz schön heftig. Aber ich habe doch jetzt keine Zeit, um neue Einheiten zu produzieren. Missionstimer aktiviert. Das heißt, wir müssen direkt los. Oh mein Gott. Wie soll man das denn mit 10 Einheiten machen? Jetzt mal ehrlich. So, dann machen wir mal schicken. So. Das schafft man doch nicht mit nur 10 Einheiten. Jetzt mal ehrlich. Was wollen die von mir? Das ist ganz schön flott. Na, die sind ganz schön heftig schnell. Ja. Das ist jetzt hier quasi eine Rush-Mission. Muss man natürlich auch mal haben, ne? Ich bezweifle zwar, dass die Einheiten alle durchkommen. Weil es nur 10 Stück sind. Aber vielleicht... Wartet mal, vielleicht haben wir hier oben ja irgendwas. So, und dann können wir jetzt hier direkt nach links... Vielleicht... Ja, ist okay. Ne, da oben haben wir auch nichts. Da oben ist eine Sackgasse, oder? So, dann hier. Einfach durch. Ah, hier ist nämlich eine Sackgasse. Seht ihr, da kommt man nicht hin. Und die machen uns ja kaputt. Also, das ist fast unmöglich. Das ist dann die Frage. Dann brauchen wir wahrscheinlich schnellere Einheiten. Hä? Oh. Hier ist gar kein Durchgang. Hier ist gar kein Durchgang. Ach, wir müssen dann hier hoch. Okay. Alles klar. Da weiß ich da jetzt nämlich auch Bescheid. Ah ja, okay. Das heißt, ihr bewegt euch direkt los. Meine Güte, ey, was für eine Mission. So, dann ist der Weg vielleicht doch gar nicht so weit, hä? So.
So, direkt mal rushen wir. Okay, also dann nach rechts und dann nach oben. Statt nach links. Okay. Ja. Scavenger sind mittlerweile zum Frühstück, ehrlich. Also da haben wir uns schon an krassere Dinge gewöhnt. Okay, dann nach oben. Die Türme sind direkt weg, wie ihr seht. So, und dann hier durch, genau. So, dann kommt die Verstärkung direkt mit. Und mehr werden wir, hoffe ich, nicht brauchen, aber wir holen uns mal noch welche. So. Ja, ist okay. gut, alles klar. Dann hier hoch, bitte. Und los schicken. Man muss doch den... Das ist jetzt die Frage, ne? Wo führt der Weg lang? Ich glaube, wir sind richtig hier, ja? Ich glaube, wir blocken die gerade ab. Artefakt entdeckt. Wo denn das? Wow! Oha. Okay, die haben das hier befestigt. Ach. Die haben das hier befestigt auch noch. Da sind sie doch, da hinten. Die Frage ist, wo ist der Weg dahin? Aha. Da hinten ist also noch ein Weg. Okay, ich verstehe. So, dann einmal hier durch, bitte. Da hinten ist ein Weg. Wow, da sind nochmal einige Panzer. Okay, da. Da hinten. Boah, das ist aber ganz schön heftig viel hier. So, ja. Okay. Aber es ist machbar. Es ist machbar. Okay. Da ist also ein... Okay, jetzt weiß ich ja, wo wir hin müssen. Alles klar. Verstärkungen sind verfügbar. Okay, also nur Lancer, bitte. Und Verstärkung schicken. So, und weiter geht's. Und direkt nach rechts. Komische Rush-Mission hier, ey. Mensch. Ja, okay, aber so ist es halt, ne? Manchmal bei so Strategiespielen, dass man einfach erstmal den Weg kennenlernen muss, nicht wahr? Wo man überhaupt hin muss. Von daher, ja. So, da nicht hin. Da ist eine Sackgasse. Wie so ein Labyrinth-Spiel hier, ey. Könnt ihr mal den Turm kaputt schießen? Danke. Und den anderen auch, ja. Cool. Ah, wir müssen einfach ganz schnell hier hinfahren. Ganz schnell hier hochfahren. So. Hier hoch auf diese über diese Schlucht, okay. Da kommt die Katze. Das Team 1 habe ich jetzt leider vergessen. Ha. So. Wir holen uns mal noch mehr. So. Und bitte direkt weiterfahren. Bitte direkt weiterfahren. Haltet euch nicht mit den Scavengern auf hier. Wow. Schießt bitte diese Dinge hier kaputt. So, und durch da. Und durch da, los. Oder auch schießt ein Loch rein. So. Ja. Ihr sollt da drauf schießen. So, die Verstärkungen kommen. Allerdings ist das hier ganz schön heftig, was die hier stehen haben noch. Haha, ja. Ja, ich versuch's doch schon so schnell wie... Ich befürchte, wir brauchen hier schnellere Einheiten. Aber die halten ja auch nichts aus. Komische Mission. Komische Mission, ey. Aber okay, dann... Es kann sein, dass ich da vielleicht noch einmal dann... Auch um Himmels Willen. Haben wir jetzt wieder ein paar Sekunden hier verschleudert.
Wir müssen die... Ja, ich habe die Einheiten jetzt schon produziert. Ich habe keine schnellen Einheiten, das ist das Ding. Da ist die Scavenger-Basis wieder. So. Aber wartet mal, vielleicht wenn ich die Raketeneinheiten nicht schneller kriege. Beziehungsweise schneller mitnehme. Dann könnte das klappen. So, da kommt jetzt nämlich unsere Verstärkung. Direkt mitnehmen, bitte. So. Und ja, da sind sie schon. Oh mein Gott. Da sind sie schon. Das ist heftig. Gerade heftig, dass die wirklich so schnell sind. Oh mein Gott. Okay, ja. Da sind nochmal ein paar Einheiten da von denen. Die Bunkerbuster könnt ihr eigentlich in Ruhe lassen. Schießt diese Panzerbiene kaputt. Schießt diese blöde Panzerbiene kaputt, Mann. Anstatt auf die blöden Bunkerbuster da zu ballern. Ja, dann fahrt durch. Und hier bitte drauf schießen. So. Und dann einfach hier rein. So. Boah, die lassen einen auch nicht durch, ne? Boah, ist das heftig. Wow, ja. Ja. Ich weiß es doch. Boah. Freunde, wisst ihr was? Ja, wobei, wenn wir aber die... Das ist die Frage, ich muss vielleicht neue Einheiten entwerfen. Aber das Ding ist, dann werden die noch langsamer. Oh Mann. Vielleicht macht es Sinn, wenn wir eine schwerere Rüstung nehmen. Aber dafür Halbketten. Na? Oder sogar nur Räder. Nur Räder, genau. Damit wir einfach schnellere Einheiten haben. Ich würde mal sagen, ich entwerfe die mal, produziere auch mal ein paar. Und wir sehen uns dann da gleich wieder. An der Stelle. Also bis gleich dann. So, ja, da bin ich wieder. Ich habe das jetzt mal pausiert. Ich habe tatsächlich jetzt mal eine neue Einheit produziert hier. Und zwar Einheit mit einem schwereren Panzer, aber auf Rädern. Und da müssen wir jetzt gucken, ob wir das hinkriegen jetzt damit. Ne? Das heißt, wir nehmen natürlich überwiegend Laser mit, ganz klar. So, 9 Stück. Noch eine Rakete. So. Da bin ich. Und dann bin ich in der Hoffnung, dass das klappt hier. So. Geht ihr bitte mit. Nicht so viel Zeit verlieren. Ich nochmal. So. Okay. Dann starten wir mal den Transporter. So. Und dann haben wir jetzt nämlich schnellere Einheiten zur Verfügung. So, mal gucken, wie sich das jetzt auf dem Schlachtfeld auswirkt. Die gehen wahrscheinlich viel schneller kaputt. Sind aber dafür schneller. So. Mal gucken. So, da müssen wir jetzt natürlich mal langsamer machen mit der Spielgeschwindigkeit. Ne? Weil ich muss mir aussuchen. Ich muss die Einheiten suchen. Hier sind sie. So, okay, das heißt, wir können die mal schicken. Und ich würde dann einfach mal ein bisschen warten. Beziehungsweise wir müssen dann eigentlich eine Heileinheit mitnehmen, ne? Eieiei, dann noch mit Strategie und so. Wenn man einfach schnell sein muss. Ich habe aber gesehen, dass der sich irgendwie mit einem LKW da aufbaut, ne? Ihr seht, die halten viel weniger aus jetzt, ne? Aber sind halt extrem schnell. Also von daher, ja. So, dann mal direkt nach hier oben und mal gucken. Ob wir die erst vielleicht kaputt kriegen. Ach du Scheiße, ja.
Jetzt kommt der Nachteil von den Einheiten, die halten nichts aus. Ne? Die halten nichts. So. Die halten nichts aus. Was macht ihr denn? Schieß doch mal da drauf. Oh Mensch. So, und durchfahren. Ja, das ist es. Die halten nichts aus. Die halten tatsächlich leider null aus. So. Ja, da haben sie jetzt ihre schweren... ihre schweren Einheiten da, ne? Könnt ihr mal da vorbeifahren? Oh, die KI! Diese KI! Diese KI teilweise, ne? Oh, anstrengend. Wirklich anstrengend. Wartet mal. Bevor wir hier wieder Sekunden verlieren. Wichtige Sekunden, EU, Mann. Sind das hier 10? Ja, das sind 10. Okay, rein da. Ach. Vielleicht müssen wir einfach auf die nächsten Verstärkungen warten. Das probiere ich jetzt mal aus. Oder ich muss noch einen Heiler entwerfen und den produzieren. Das kann auch sein. Wartet mal. Ja, aber das ist... erst noch produzieren, ne? So, dann Spielgeschwindigkeit absenken. Und dann die Verstärkungen auswählen. Haben wir nur 5? Ah, ne, da. Oh, ich wollte schon sagen, eh. So, okay, und los. Und dann würde ich sagen, warten wir jetzt einfach auf die Verstärkung. Weil wir haben ja schnellere Einheiten, beziehungsweise wir können uns ja schon mal vorkämpfen hier. Kann keine weiteren Einheiten mehr bauen. Ja, super. Oh je, oh je. Ja, das ist... hart. Gerade echt hart. So, was ist das für eine Mission? So, da kommen unsere nächsten Verstärkungstruppen. So, dann bitte einmal hier vorne sammeln. Wieder langsam. Und dann nochmal die Einheiten aussuchen. So, sechs Stück nur noch. Okay, ist erstmal egal. Das sieht geil aus in Slow-Mo hier. So. Ihr wartet bitte auf die anderen. So, und jetzt hoch da, hoch da, hoch da. So, nicht in die Scavenger-Basis, sondern direkt auch nach da oben. Eieiei, die sind so schnell. Das gibt's gar nicht. So, da bitte einmal hier oben sammeln. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, ne? Also vielleicht müssen wir da uns tatsächlich einen Guide oder sowas angucken. Schieß auf die Panzermine! Verdammte Axt! Schieß auf diese blöde Panzermine! Ich verstehe es nicht, warum schießen die nicht da drauf? So, jetzt. Und rein da, durch da. Durch da, durch da. Ah, da steht ein Turm. Da ist ein LKW. Kaputt machen. Ja, toll. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance bei dieser Mission. Das ist jetzt, hä? Also wie man das jetzt machen soll, weiß ich auch nicht, ganz ehrlich. Missionstimer aktiviert. Wie soll man das jetzt machen? Ich checke rein gar nichts. Ich checke rein gar nichts mehr. Produktion abgeschlossen. Konstruktion abgeschlossen. Produktion abgeschlossen. Vielleicht, dass man... aber nee, man kriegt ja eh nur...
dass man mehr Einheiten produziert. Hier, wartet mal, ich schicke die mal zum Recyceln. Weil dann haben wir nämlich ein höheres Einheitenlimit tatsächlich. Ach. Energieressource. Ich verstehe es nicht, diese Mission. Also echt nicht. Sehr, sehr merkwürdig. Okay, wir warten einfach mal auf die zweiten Einheiten. So. Verstärkungen sind verfügbar. Okay, Verstärkung verfügbar. Wir nehmen mal schwerere Einheiten mit. So, abwarten. Bin mir nämlich gerade echt unsicher, weil die so schnell sind, ne? Und weil die einfach schon so viel da oben aufgebaut haben. Ne? Kann keine weiteren Einheiten mehr bauen, ja. Super. Toll, ne? Die brauchen aber auch ewig, bis sie da sind. So. Verstärkungen sind eingetroffen. Dann Verstärkung bereit. Hallo. So. Was? Transporter, was? Beladen. Ja, mach, ich möchte doch. Hallo. Hallo. Eils. So. Nochmal 10 Stück. So, und schicken. So, meine Güte. So, dann jetzt nochmal los hier. Also viel schneller sind die aber auch nicht wirklich, ne? So. Puh. Ist das schnell! Gibt's da nicht vielleicht eine andere Methode, wie man die... Dass man die Einheit vielleicht aufteilt oder so? Ich muss das vielleicht dann mal... Also es kann sein, dass ich dann gleich tatsächlich aufgeben werde. Und eine kürzere Folge mache, weil das ist schon wirklich heftig. Schaut euch das an. So, dann schießt man direkt da drauf. Und dann hier drauf. Und dann rein. So. Und dann direkt einfach hier rein. Oder hier durch. Nein, sie fahren. So, und dann hier. Blöde Zeitmission, ey, ehrlich. Ich hasse sowas, ja, ne? So, hier. Mach die kaputt. Boah, keine Chance, meine ganzen Einheiten sind weg. Aber, wartet mal. Wir haben da einen Panzer. Schieß doch den Panzer kaputt. Wartet mal. Eieieiei. Aber wir haben ein bisschen Zeit tatsächlich noch, ne? Und da kommen die schweren Einheiten. Also man hat irgendwie 5 Minuten. Okay. Die mit ihren scheiß schweren Kanonendingern. Ja, das ist... Boah, guckt euch das an, wie viele Einheiten die haben. Rückkehr zur... Landezone erforderlich. Wie jetzt? Warum? Rückkehr zur Landezone erforderlich. Okay, haben wir es irgendwie geschafft? Ja, das wäre jetzt was, wenn die... Och nö, die Scavenger mich jetzt platt machen. Aber irgendwie haben wir es geschafft. Scheiße. Aber irgendwie scheinen wir es geschafft zu haben. Irgendwie scheinen wir es geschafft zu haben. Ja, das ist irgendwie... Irgendwie krass, weil wenn wir Einheiten recyceln, das wollte ich euch noch erklärt haben... dann kriegen die nächsten Einheiten, die gebaut werden, deren Rang. Ne? Und deswegen, ja. So, wir warten mal. Wartet mal, vielleicht, dass wir da ein bisschen mehr Einheiten kriegen. Produktion abgeschlossen. Aber wir haben ja nur diesen einen Transporter, ne? Das ist irgendwie total behämmert, aber gut. Gut. Wartet mal, haben wir noch
Gucke ich jetzt gleich mal. Haben wir noch Mörser? Vielleicht, dass wir die Mörser dann da unten hinschicken. Damit die, wisst ihr, was ich meine? Damit die von unten die Einheiten beschießen. Haben wir Mörserpanzer? Ich werde wahrscheinlich ihn nochmal. Haben wir die noch oder haben wir keine? Wir haben keine. Shit, okay, das war's dann mit dem Plan. So. 6 Stück. Wir müssen eh noch auf die Verstärkung erstmal warten. So, als nächstes nehmen wir dann schwere Einheiten zur Verstärkung. So. Wir warten einfach. Oh Mann. Das ist eine richtig schwere Mission. Also, wow, ja. Das ist eine richtig schwere Mission. Und ich weiß nicht, wie wir das eben gemacht haben. Dass wir da, dass wir das da irgendwie abgefangen haben. Ich weiß nicht wie. Aber ich hoffe, wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann müsst ihr auf eure Tipps warten. Tatsächlich. Auf eure Tipps warten bis zur nächsten Folge dann. Okay, das heißt, wir können jetzt hier nochmal mit schweren Einheiten zusammen. So, und schicken. Und los geht's. Und mach die Scavenger kaputt. So. Boah, wieder einer schon wieder fast weg, ne? Ja. So, aber ey. Ja, da sind sie schon. Okay. Einfach vorbeifahren. Einfach vorbeifahren. Wir wollen uns gar nicht hier aufhalten lassen. Einfach direkt hier hochfahren. So. Verstärkung kommt gleich. Das heißt, die werde ich dann direkt abholen müssen. Genau jetzt. Okay, mach mal Spielgeschwindigkeit zurück. So, und dann nochmal Verstärkungsdruck. Und dann direkt neue schicken. Neue schicken. Nochmal zurücksetzen, bitte. So, dann machen wir mal schwerere Einheiten. Einheit wird angegriffen. Und los geht's. So, und ihr schießt bitte nicht auf diesen Turm da oben. Ihr seid dann bitte auch auf Team 1, sondern bitte da drauf. Schießt nicht auf den Turm. Das bringt euch nichts. Schießt doch nicht irgendwo hin. So, okay. Dann los. Rein da. Und dann schön auf die Panzer. Am besten nicht ins Artilleriefeuer. Eieiei, da kommen noch die Scavenger. Na toll. Da kommen doch die Scavenger. So. Die treffen die Panzer nicht. Ich glaub's nicht. So, okay. Okay. Warum schießt der nicht? Diese KI. Diese KI, was macht ihr da? Was hat die KI wieder da gemacht? Oh, ihr seid so dumm. Ihr seid einfach so dumm. Echt. Wegen der dummen KI. Ja, das war's wieder. Das war's wieder. Ja, wegen dieser scheiß KI. Sorry, aber... Ach, das möchte ich jetzt noch einmal versuchen. So, wartet mal. Konstruktion abgeschlossen. Das müsste ich jetzt tatsächlich echt noch einmal versuchen. Produktion abgeschlossen. So. Das war die dann zurückschicken. So, recyceln. Wir brauchen nämlich mehr Einheiten davon. Okay, haben wir hier 10 Stück? Nein, natürlich nur 9. Produktion abgeschlossen. Aber nicht weiter schlimm. Okay. Ich versuche das jetzt noch einmal. Wegen dieser dummen KI, weil die da irgendwie gegen die Wand gefahren ist, ey. Mensch, nochmal. Okay. Ja, das ist, schwierig, wenn die KI nicht mitmacht. So. Das heißt, Verstärkungen sind verfügbar. Wir könnten uns Verstärkung besorgen. Das ist aber, glaube ich, eine ganz... gar nicht mal so eine schlechte Taktik mit den leichten Einheiten.
weil... Ja, die sind halt schnell. Ne, halten zwar nichts aus, aber die sind schnell. Ah, wir können das hier nochmal erforschen. Michelisierung für Cyborgs. Und ich versuche das jetzt wirklich noch ein letztes Mal. Auch wenn die Uhr jetzt klingelt. Ich mach die mal aus. So. Aber wenn die dann da sind, werde ich mal gemeinsam mit denen losgehen. Verstärkungen sind eingetroffen. So, und direkt nach da unten fahren. So. Spielgeschwindigkeit runtersetzen und neue Einheiten besorgen. So, da mache ich jetzt nämlich mal nur schwere Einheiten. So, genau so. Und losschicken. Und mit denen räume ich jetzt den Weg frei. So, und da müssen wir mal gucken, ob wir das damit hinkriegen. Okay, weil es ist der letzte Versuch, weil ansonsten muss ich mir irgendwie einen Guide angucken oder so. Weil das ist sonst irgendwie ein bisschen sehr merkwürdig. Okay. Ja, da sind sie nämlich schon. Okay. Die haben da ein Artefakt irgendwie gefunden. Was ist da unten? Naja, gut. So, meine nächsten Einheiten kommen gleich. Verstärkungen sind eingetroffen. Hier. So, Verstärkungen sind da. Das heißt, ihr da unten kommt bitte mit. So, okay. Oder nee, wartet mal, stopp. Wir machen mal was ganz anderes. Die hier unten sind Team 2 und die werde ich erstmal hier hinschicken. Nicht damit die wieder irgendeinen Mist machen da. So, schießt die Panzerfalle kaputt. Und die Scavengers, die da von hinten kommen. So, okay. Panzerfalle kaputt schießen. Die auch bitte. So, und dann rein. So, hier draufballern. Bitte alle mitkommen. Wir brauchen alle von euch. Ich weiß nicht, wie wir das beim letzten Mal gemacht haben. So, die Lancer-Dinger weg. Die müssen unbedingt weg. Diese blöden Lancer-Teile. So. So. Ja, er versucht es. Aber er schafft es scheinbar nicht. So. Team 2. Ah, doch, er schafft es wieder. Okay, ich glaube. Ich bin ratlos. Ich bin da echt ratlos. Keine Ahnung. Da müsst ihr mir sagen, was ihr noch wisst. das haben wir heute leider nicht geschafft. Aber gut. Dann gucke ich mir einen Guide an. Beziehungsweise ihr würdet auch nochmal einen Kommentar schreiben. Das würde ich ganz nett finden. Und gut, Freunde, dann würde ich mal sagen, ja, wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, dann lasst mir gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen, erzählt trotzdem gerne weiter den Kanal. Und wie es hoffentlich hier weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch trotzdem noch einen schönen Abend und einen schönen Tag. Ne? Also tschüss.